Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um die Flüssiglidschatten. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Also, heute geht es um die Flüssiglidschatten. Es gibt im Moment 2, 4, 6, 8, 9. 9 Stück gibt es im Moment. Wobei aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufhole, sind 2 vergriffen, aber die kommen jetzt bald nochmal. Deswegen zeige ich einfach alle. Ich gehe jetzt zuerst hin, befreie meine Augen von dem, was drauf ist. Und dann gehe mir einfach durch, wie man die anwenden kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, deswegen sage ich einfach bis gleich und dann geht's los. So, und da bin ich wieder. Ich habe gerade noch einen Haarreif in die Haare gemacht, damit die mich einfach nicht so stören. Habe meine Augen befreit. Ich muss sagen, die Wimpern sind jetzt nicht ganz ordentlich, aber da gehe ich ja gleich noch mal ein bisschen drüber. Ich würde sagen, wir fangen an mit Rosa. Und zwar haben wir dort 2 verschiedene. Eine davon ist aktuell vergriffen, also falls das Video ziemlich zeitnah siehst, der kommt jetzt aber bald wieder. Und zwar ist das Business Like und Geekly. Ich hoffe mal, er kennt einen Unterschied. Ja, ich finde, den kennt man ziemlich gut hier. Na, die beiden benutzen wir jetzt auf einem Auge zusammen, weil man kann auch 2 Stück auf einem Auge benutzen. Und zwar würde ich dann hingehen, ich drehe euch das mal auf, da ist immer so ein Applikator mit dazu. Ihr braucht auch bei den Flüssiglidschatten keinen Augenprimer. Wenn die getrocknet sind, sind die fest. Die sitzen fest. Also wenn ihr irgendwas verblenden wollt oder so, dann macht das direkt, weil wenn trocken. Dann ist nichts mehr zu machen. Ich mache das als gern dann so mit dem Applikator, der da dran ist. Gebt mir jetzt Gigli einfach auf mein bewegliches Lid. Schön deckend. Und hol mir dann meinen Blenderpinsel. Und wie ich mir das so ein bisschen in der Falte, dass das nicht genau bis hier hingeht und nicht weiter. Das wäre jetzt mein Vorschlag Nummer 1. Ich mache den anderen einfach mit dem Applikator in die Lidfalte, weil der ist ein kleines bisschen dunkler. Ein kleines bisschen. Moment mal, da muss ich noch ein bisschen nachgreifen, der ist schon ein bisschen älter. Da ist nämlich ganz so viel drin. Und dann hole ich auch wieder meinen Blenderpinsel und verblende mir das nach oben, dass es nicht nur bis zu einer Stelle geht und aufhört, sondern wirklich ein schöner Übergang da ist. Ich hoffe, man erkennt das relativ gut. Das wäre Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 nehme ich mein absolutes Lieblingskombi. Und zwar Reverend, das ist für mich, das ist so ein Champagnerton, ein Ton, der einfach immer geht. Der passt zu allem, zu jedem, finde ich echt mega. Und dazu hole ich Overt. Mit dem Namen habe ich es nicht so, um ehrlich zu sein. Und da machen wir quasi das gleiche Spiel. Ich hole das mit dem Applikator und trage mir das auf meinem beweglichen Lid auf. Hole dann aber keinen Pinsel, sondern mache das dann einfach mit dem Finger. Wo ich mir das so ein bisschen verziehe. So, jetzt ist doch hier ein bisschen drüber, aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann hole ich Overt, keine Ahnung, gebe mir das auch nochmal hier hin und hole dann statt dem Blenderpinsel den normalen Lidschattenpinsel und verteile mir das. Genau. Ihr könnt das auch noch so ein bisschen hinne in den Ecken. Das ist Hochdeutsch und Saarländisch gemischt. Geben, wenn ihr dann noch mehr wollt. Also ihr könnt den hier auftragen, wie ihr das wollt, ne? Wie euch das gefällt. Und ich finde diese Kombi echt mega schön. Und das geht halt eben auch ratzfatz, weil man nicht noch einen Augenprimer braucht, der ein bisschen antrocknen muss, soll. Mal einfach so ein bisschen drüber geht. Das ist jetzt nicht ganz ordentlich, Kinders. Na, also dafür würde ich dann wirklich, wenn es richtig ordentlich sind soll, noch mit dem Blenderpinsel
Ich glaube, er war schon zu trocken. Den hast du damals schon. Aber so geht's, finde ich. Dann mache ich mir meine Wimpern und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und dann geht's gleich in die zweite Runde, würde ich sagen. Also 4 von 9 haben wir schon mal. Die mache ich schon mal weg. Bis gleich. So, und da bin ich. Mit den Wimpern finde ich, dass es das Ganze nochmal abrundet. Also eine liebe Freundin, die sagte immer, wart mal die Wimpern auf. No? Ich finde, dass das einfach mehr aussagt, wenn die Wimpern gemacht sind. So sieht das Ganze dann aus. Und das war ja jetzt ruckizucki gemacht, ganz ehrlich, Mädels. Jetzt gehen wir in Runde 2. Ich mache nochmal meine Augen frei und dann sehen wir uns gleich nochmal. Da bin ich wieder. Mir ist eben ein Fehler passiert. 2 Sticker haben sich versteckt. Es gibt 11 Farben, nicht 9, 11 Farben. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal 2 Augen mit 2 verschiedenen Farben und einmal eins mit 2 verschiedenen und einem einzelnen. Versteht man, was ich da sage? Klappt nicht. Also wir benutzen jetzt noch einmal auf beiden Augen 2 Lidschatten und beim nächsten Mal nur auf einem 2 und auf dem anderen nur 1. Ich hoffe, das versteht man. Entschuldigung. So, ihr habt die Möglichkeit, natürlich auch mit so einem Creme-Lidschattenpinsel, sowas Festerem, das Ganze aufzutragen. Und zwar hole ich jetzt Exalted und Willet. Ich fange mit Exalted an und trage mir den Arm im Applikator. Ihr könnt den natürlich auch, das machen wir jetzt gleich mal, auf den Pinsel auftragen und dort damit dann erst aufs Lid gehen, ne? Dann tue ich mir das wie so oft. Also Blenderpinsel, da ist bei mir nicht mehr wegzudenken, um ehrlich zu sein. Mach mir das hier so ein bisschen weicher. Und gehe dann hin. Und trage mir den mit dem Creme-Lidschatten. Da hole ich den Applikator. Mach das auf den Creme-Lidschattenpinsel drauf. Und setze mir das dann dahin, wo ich es hin möchte. Ich muss aber ehrlich gestehen, mir gefällt es mit Helfen Maman. Wie heißt denn das jetzt? Blenderpinsel besser. Weil man doch einfach ziehe das. Und der Blenderpinsel, ich hoffe, ich bin jetzt zu spät, macht das Ganze den Übergang einfach weicher. Ich würde sagen, ganz zum Schluss swatchen mir die einfach mal quer ins Gesicht. Also ich muss die ganze Zeit meinen Arm so hochhalten. Weil ich trage das Braun, das ist zum Beispiel auch ein bisschen intensiver, das trage ich jetzt extra zart auf, damit das schön zusammenpasst. Wissen wir. So, und auf der anderen Seite, was wollte ich machen? Ah, das mache ich quasi direkt, dann fangen wir mal mit Dings an. Ich hole jetzt Classy und Misty und fange mit Misty an. Gebe es mir dann hier auch quasi auf den Pinsel, auf den Blenderpinsel drauf. Und verblende das dann so mit direkt. Der trat das halt eben einfach schön weich auf dieser Pinsel. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen will. Ich bin nicht der beste Erklärbär. So. Wenn ihr es natürlich knallen lassen wollt, dann tragt es einen Applikator auf. Dann knallt es. So, dann machen wir das mit Classy genauso. Auf dem normalen Lidschattenpinsel. Ungefähr so. So ungefähr. Jetzt mache ich mir nochmal schnell die Wimpern. Und dann sehen wir uns nochmal, wie das insgesamt aussieht. Weil so sieht es irgendwie komisch aus. Irgendwie nicht fertig. Also bis gleich. So, und so sieht es einfach fertiger aus. Anata sah so unfertig aus irgendwie. Ich weiß nur, wie ich das beschreiben soll. Genau, was ich euch auch noch gerne zeigen wollte, ihr könnt auch natürlich mit dem Applikator hier auch am unteren Wimpernkranz entlang, so als Kajalersatz quasi, dann holt ihr dann auch entweder so einen normalen Pinsel und verblendet euch das damit auch ein bisschen. Oder ihr tragt es direkt auf so einem festgebundenen Pinsel auf und macht damit quasi den Kajal. Das wollte ich euch auch gerne sagen. Also das wäre diese Kombi dann. Ich hoffe, er erkennt das alles so gut, wie ich mir das vorstelle. Genau, und dann mache ich jetzt noch einmal ab und dann haben wir noch einmal 2 verschiedene Augen und dann haben wir alle Farben. Bis gleich.
So, und last but not least haben wir jetzt die Mischung zwischen ornate und egoistical und decisive. Das ist einer der neuen zum Beispiel. Ich glaube, den sollen wir den alle in Luft dran oder den? Ha. Keine Ahnung. Ich glaube, wir holen decisive allein. So, dann hole mal ornate und tragen uns das alle mal hier so ein bisschen auf. Und ich versuche das jetzt nur mit dem Finger zu verblenden. Ich finde das sehr schwer, deswegen bin ich einfach froh für den Blenderpinsel. Aber es gibt ganz viele Mädels, die das so gern machen. Nur ich halt nicht. So ungefähr. Kriegen das auch nicht so richtig hin mit dem Finger, um ehrlich zu sein. Aber für euch teste ich doch alles. Für euch teste ich doch alles. So, und dann kommt Egoistike. Der ist aktuell auch vergriffen. Also wenn ihr das Video jetzt gerade erst guckt, der kommt aber ganz bald wieder. Weil das kann immer so einfach hier. Ich finde, das sieht so unschön aus. Naja, vielleicht müssen wir dann einfach mehr üben. Oder ein bisschen ausbessern. Genau. Und jetzt zum Schluss decisive. Den machen wir jetzt einfach aufs komplette Lid. Das ist so ein, ich finde, die Farbe kann man kaum beschreiben. So lila, leicht rosa, mauve. Da ist alles drin. Ich muss Farben erklären. Und auch mal Finger verblenden. Also wenn ihr das mit dem Finger besser hinbekommt, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht. Aber dafür habe ich ja auch einfach die Pinsel, ne? Das ist ja gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, die letzte Tour trage mal gerade Mascara zusammen auf. Schon mein Spiegel ein bisschen näher. Und dann geht's los. So muss ich mal auf einmal doch mügen. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit nicht so wirklich mügen dann. Wimpern tuschen, weil es ja eh quasi direkt wieder abging. Andere Seite. So. Naja, wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben, ne? Also ich benutze die sehr, sehr gerne morgens. Die haben mich ein bisschen verwutzt. Sehr, sehr gerne morgens, für wenn ich mich fertig mache, für auf die Arbeit, weil es einfach okay zu gehen. Da benutze ich auch meistens nur eins. Selten, wo ich da zwei benutze. So sieht das Ganze dann mit Wimpern aus. Ich hoffe, das kann sich sehen lassen. Und jetzt würde ich sagen, zum guten Schluss, du mal einfach alle Farben ins Gesicht ballern, damit man alle Farben volle Lotte sieht. Also angefangen hatte ich hier mit den rosanen, einmal Gickli. Gickli. Könnt ihr so können. Dann Businesslike. Kamera so. Ich muss immer gucken, wie ich meinen Kopf halten muss, damit ihr es auch erkennt. Als zweites hatten wir Reverend. Absolutes Must-have für jede Frau, meiner Meinung nach. Reverend. Ich gucke natürlich, dass ich mich nachher noch ein bisschen bewege, dass man alle Farben gut erkennt. Und Overt. Ich verwechsel immer Ornate und Overt. Seht ihr, der ist jetzt viel dunkler, als ich den eben aufgetragen, weil ich es mit dem Pinsel gemacht habe. Das macht das Ganze sanfter. Dann hatten wir Egoistical. Nee, Exalted. Entschuldigung. Exalted. Mit Will It. Und das ist auch sehr schön. Ich komme gleich noch näher. Dann sehen wir zwar meine Falten mehr. Aber ich habe heute irgend so ein cooler. Ah, das sind keine Stirnfalten. Das ist das Sixpack des Denkens. Den habe ich heute gelesen. Welche habe ich denn da jetzt eben benutzt? Die zwei und die. Aber zuerst kam noch Classy.
und Misty. Ich alles für euch mache hier. Mach mich total zum Affe gerade. Dann hatten wir Egoistico. Der ist schon sehr intensiv, so Bärenton, ne? Und Ornate. Das ist ein glänzender Braunton. Bisher hatten wir nur die Matten. Und zu guter Letzt Decisive. Was ist denn da was? Den trage ich mir gerade auf der Seite auf. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, jetzt komme ich ein bisschen näher, damit ihr die Farben besser sehen könnt. Das sind die 11 Farben, die es aktuell gibt. 3 Stück davon sind eigentlich nur so Specials. Aber die haben wir noch welche, also dann bleiben die so lange da, bis sie weg sind. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, immer gerne her damit. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abonnement. Nennt man das so? Falls du es noch nicht gemacht hast, mach's bitte. Es würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du trotzdem noch Fragen hast zu den Flüssiglidschatten, schreib mir gerne. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir auf Facebook und auf Instagram folgst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.